es beginnt. Nico als zweite wird Jennifer lesen, als dritte Valerie. Bitte Nico als ersten Finalisten auf die Bühne. Mit großem Applaus. Danke, dass ich nochmal soll. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal das, was mir Spaß macht und einmal das, was für euch weniger unangenehm ist. Wofür seid ihr? Okay, wir machen das mal, nicht mehr Spaß haben, das ist okay für mich. Ich komme aus Bielefeld, da lernt man sehr früh, dass man mit anderen Menschen nicht redet. Überall vom Text, geil. Das war offensichtlich. Wir reden zu viel. Wir haben verlernt zu schweigen. Wenn ein Bild mehr als 1000 Worte sagt, warum zu lernen, eben diese 1000 Worte uns zu beschreiben? Smalltalk? Ist reden, ohne was auszusagen. Draußen, da regnet es, oder andere Fakten, das Wetter aufzusagen, soll doch nur die Stille überbrücken, die wir nicht schaffen, zusammen auszuhalten. Also klappern wir drauf los. Ein konstantes Plätschern im Lauf zu halten, da wir es gewohnt sind, unsere Gedanken auf laut zu schallen. Sie aus unserem Kopf herauszuschallen und beschweigen, bloß nicht aufzufallen. Smalltalk? Ist Floskeln uninteressiert auszutauschen. Häufig genügt es nicht, aus dem Rauschen aufzutauchen oder sogar darauf zu lauschen, worüber gerade gesmalltalkt wird. Aber wenn Reden nur Sinn ist und Schweigen kommt, warum finden wir dann Schweigen so häufig als ungewohnt? Der Gehalt solcher Gespräche unter der Voraussetzung, dass der Inhalt keinen der Beteiligten interessiert, ist derselbe, der in schweigende Situation hätte. Doch trotzdem wird sich über das Wetter unterhalten, anstatt nichts zu sagen. Anscheinend wollen wir die gemeinsame Stille nicht ertragen und uns nicht einfach mal anschweigen. Was ich nicht meine, ist diese Stille im Wartezimmer oben ist. Auch nicht die ineinander wildfremden Menschen im Fahrstuhl. Ich meine die flüchtigen Bekannten, mit denen zu reden, bei den Verpflichtungen empfinden. Ich meine die Freunde von Freunden, mit denen zu reden, Mensch eigentlich keine Lust hat. Aber es dennoch tut, wenn nicht, ist es so ein unangenehmes Schweigen. Aber wenn es nicht zu sagen gibt, worüber sollten wir dann reden? Wenn es nicht zu fragen gibt, weshalb sollten wir miteinander reden? Wenn wir über etwas nichts wissen, warum sollten wir dann überhaupt darüber reden? Wir haben uns angewöhnt, bei jedem Thema unseren Senf dazuzugeben. Egal, ob es um den letzten nächtlichen Tweet von Donald Trump oder um Bratwurst geht. Senf. Aber wie heißt es so schön? Einfach mal die Fresse halten. Wenn du von der Lebenssituation anderer keine Ahnung hast, musst du dich nicht dazu äußern. Wenn du nicht weißt, worauf genau dieser Kreis in China gefallen ist, musst du nicht darüber reden. Aber meiner Meinung nach, genau, Meinung. Und wenn die nichts Sinnvolles beitragen kann, dann darfst du sie auch gerne für dich behalten. Es muss nicht immer jeder etwas zu allen Themen sagen. Vor allem, wenn er oder sie uninformiert ist und sich überhaupt nicht mit der Materie auskennt. Aber wir geben gerne unseren Senf dazu, am liebsten ungefragt. Hört ihr das? Stille kann etwas sehr Intimes sein, weil wir sie so selten miteinander teilen, weil wir so selten wirklich schweigen. Worte sind vielleicht Schall und Rauch, aber für Schweigen brauchen wir keine abgedroschene Metapher. Das spricht genug für sich selbst. Es kann Smalltalk ersetzen. Es würde uns gewohnheitsbedingt manchmal unangenehm, aber es würde vielen, vielen Menschen sehr, sehr gut tun, wenn sie ihre Worte häufiger mal für sich behalten würden. Es wird auch so schon über genug Unsinn geredet, da müssen wir nicht noch mehr unnötig beisteuern. Aber was weiß ich schon, ich argumentiere mit Worten für Schweigen, das ist widersprüchlich. Doch wir reden zu viel. Wir haben verlernt zu schweigen. Wenn ein Bild mehr als 1000 Worte sagt, warum nutzen wir dann eben diese 1000 Worte, um es zu beschreiben? Ich habe genug gesagt. Dieser Text besteht zwar nicht aus 1000 Worten, aber ich hoffe, dass ihr euch trotzdem ein Bild machen konntet.